Vielen Dank, mein Name ist Sebastian23, ich bin Dummheitsforscher und habe selber nur ein Stück Seife im Kopf. Das war ja wirklich aberlustig. Zu viel Internet für heute. Aber der Plot-Twist an der ganzen Sache ist, dass wir uns heute wirklich mal in diesem Video Zeit für die richtig dummen Menschen da draußen nehmen. Und zwar bin ich ja ziemlich aktiv unter meinen Videos am Start. Das heißt, ich lese mir fast jeden Kommentar durch. Und da sehe ich auch den ein oder anderen unfassbar dummen Menschen. Und heute widmen wir uns mal genau diesen Leuten. Ja. Fangen wir jetzt einfach mal an mit einer Person namens Gova, die das YouTube-Game noch nicht ganz verstanden haben. Leider zu viel Werbung. Deshalb gibt's ein Dislike von mir. Das nächste Mal bitte ohne Werbung. Danke. Es gibt Situationen im Leben, da steigt plötzlich eine riesige Wut in uns auf und wir müssen lernen, damit umzugehen. In welcher Welt lebe ich eigentlich? Bin ich mittlerweile am Zenit meines Lebens angekommen, um mich jetzt darüber aufzuregen, weil so ein scheiß Kommentar geschrieben wurde? Da bringe ich schon auf YouTube kostenlosen Content, wo ihr nichts bezahlen müsst, indem ihr einfach unterhalten werdet. Und ich darf noch nicht mal dabei mein Geld verdienen. Was ist denn los mit euch? Das Ding ist ja, dass diese Gova halt wirklich davon überzeugt ist, dass Werbungen auf YouTube abgeschafft werden sollten, weil sie ja damit ihre Zeit verschwendet. Und noch besser, sie disliked auch noch alle Videos, wo irgendwo eine Werbung im Video zu sehen ist. Sag mal, willst du mich eigentlich... Was ist mit den Leuten los? Wollen die mich eigentlich komplett verarschen? Ich verstehe das nicht. Nehmt's mir bitte nicht übel, aber bei so viel Dummheit muss ich als YouTuber sogar staunen, weil wirklich, Kommentare sind schon cringe, aber das ist einfach nur dumm. Ich meine, jetzt nur mal so zum Verständnis, ich setze mich vor und auch nach der Arbeit hin und mache ein Video, das dauert über 8 Stunden und das mache ich halt, um euch zu unterhalten und natürlich noch ein bisschen was nebenbei zu verdienen und dann gibt's Leute, die einfach das Video disliken aus diesem Grund, weil ich Werbung schalte. Ich meine, es ist ja noch nicht mal so, dass ihr das Video nicht gefallen hat. Sie hat's einfach gedisliked wegen der Werbung. In dem Video. Was soll ich sagen, Bruder? Und nur mal ein ganz kleiner Tipp, wie ihr die Werbung umgehen könnt. Kauft euch doch einfach YouTube Premium, dann habt ihr einfach keine Werbung und könnt euch ganz entspannt auf YouTube alles reinziehen, ohne dass ihr irgendwie eure Zeit verschwendet. So einfach ist es. Warum hast du genau wie KuchenTV dieselben wechselnden Farben im Hintergrund? Du sprichst ja sowieso schon so ähnlich wie er, aber das mit dem Hintergrund musst du ja jetzt nicht nachmachen. Sorry, dass ich nach alter Zeit immer noch meinem großen Idol KuchenTV hinterher renne. Es tut mir ja wirklich leid. Ich glaube, ich sollte die Nanoleafs im Hintergrund wirklich abreißen. Ich meine, die sind ja auch nur 700 Euro wert und denen noch nicht mal den Nanoleafs von KuchenTV, aber ich denke, das ist eine gute Entscheidung, hast du recht. Ich meine, es stimmt schon, ich behandle einfach genau die gleichen Themen wie KuchenTV, mein Videostil ist genau der gleiche wie bei KuchenTV, ich mache auch so Dokumentationssprüche rein und das gefällt mir auch bei KuchenTV extrem sehr. Also ich müsste eigentlich schon eine ziemlich 1:1 Kopie von KuchenTV sein, das mit dem Hintergrund, das geht natürlich gar nicht. In diesem Sinne, Dankeschön für diesen konstruktiven Beitrag unter diesem Video von mir, denn das finde ich sehr, sehr toll. Ich sollte mich dahingehend wirklich dringend bessern, ich meine, mittlerweile mache ich schon KuchenTV nach, was die Playbutton anbelangt. Jetzt habe ich auch so einen wie KuchenTV. Ich sollte die Scheiße dringend wegschmeißen, weil letztendlich bin ich KuchenTV 2.0 dadurch. Du alter Zerstörer. Nicht böse gemeint, aber Zeissen hat 2 bis 3 Fortnite-Videos gemacht. Er ist aber mit GTA groß geworden. Nicht böse gemeint, aber in dem Video, wo es um diese ganze Fortnite-Szene ging und dass sie hier abgestürzt ist, habe ich nicht einmal Zeissen behandelt oder auch nur ansatzweise erwähnt. Und trotzdem habe ich gefühlt 1000 Kommentare bekommen, wo geschrieben wird, dass Zeissen ja gar kein Fortnite-YouTuber ist und dass er ja GTA-Streams macht. Wow. What the fuck ist los mit euch? Ich habe ja nicht einmal gesagt, dass Zeissen irgendwie dort mitgemacht hat. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist irgendeinen Filmausschnitt genommen, wo Zeissens Kanal einmal ganz kurz gezeigt wurde. Aber ich habe nicht einmal seinen Namen genannt. Was ist los mit euch? Und jetzt kommt etwas, was mich jeden Tag beschäftigt und auch mich jeden Tag aufregt, denn das hat alles gar nichts mit irgendwas zu tun. Und zwar gibt es Menschen wie den lieben Alibaba, der einfach unter meinen Videos schreibt, Jan Broke sieht immer noch gleich aus. Kontext, Kontext, Kontext. Das ist es, was du brauchst, wenn du bessere Texte schreiben willst. Die Frau hat komplett recht. Und außerdem braucht man auch mal einen Kontext, um mal einen sinnvollen Beitrag unter ein Video zu schreiben von mir. Also jetzt mal Real Talk. Ich glaube, kein YouTuber feiert es, wenn irgendein 0815 Insider-Joke von irgendeiner Community unter einem anderen Video gepostet wird. Das kann mir keiner sagen. Ich meine, was hat denn bitte ein Jan Broke Insider-Kommentar unter einem Video von mir zu suchen, wo es um Fortnite geht? Ich glaube, Jan Broke zockt nicht mal Fortnite. Ich glaube, der zockt, wenn dann nur FIFA. Ich verstehe es nicht, Mann. Diesen Kommentar habe ich auch bei KuchenTV geschrieben. Ey, bitte, als Nicht-Apo-Red-Fan, auch nicht wirklich von KuchenTV, ich finde, man sollte das Thema nicht in der Öffentlichkeit bringen, weil nehmen wir mal an, ApoRed hat Carina massiert. Als Carina das nicht wollte, hat ApoRed aufgehört und für mich ist das keine Belästigung. Das heißt, im Gericht müsste ApoRed höchstens eine Geldstrafe von 1000 Euro, obwohl ich das schon nicht gerecht finde, weil das keine Belästigung ist, da mir keiner widersprechen kann. Das Thema mit Silvia habe ich keine Ahnung. Wie
Viele von euch wünschen sich die magische Staatsnote, um dann später zum Beispiel Staatsanwalt oder Richter zu werden. Aber der wird es auf jeden Fall nicht. Also zum einen schreibt er, dass er 1000% überzeugt ist davon, dass ApoRed nicht jemand irgendwie sexuell belästigt haben soll. Aber zum anderen sagt er, dass er höchstens eine Geldstrafe von 1000 € zahlen muss. Ja, wenn du aber doch weißt, dass er das ja nicht war, dann kann er ja keine Strafe bezahlen. Die Leute, die befassen sich zu viel mit dem Beef. Das ist nicht gesund, ja? YouTube bleibt YouTube. Aber bitte, liebe Zuschauer, mischt euch nicht in solche Sachen ein. Tut's kapiert? Der nächste Kommentar ist an so ein richtiger Nichtsgönner, denn gefühlt unter jedem KuchenTV-Uncut-Video, wo es um mich geht, schreibt der liebe Amayo folgendes. Ich finde Alpha Kevin hart unsympathisch. Oder dann schreibt er auch noch von einem Kommentar von Suo Genshi. Soll es den Kanal von KuchenTV-Uncut auf KuchenTV reagiert auf Videos von Alpha Kevin umbenennen? Und da schreibt der liebe Amayo auch wieder folgendes. Oder KuchenTV reagiert auf einen unsympathischen Keck? Oh, der hat's mir aber jetzt richtig gegeben, ja? Also ihr müsst euch das jetzt einfach mal geben. KuchenTV reagiert auf mein Video und ich bin sogar im Thumbnail von KuchenTV bei jedem Video, was auf diesen KuchenTV Uncut Kanal kommt. Und trotzdem klickt dieser Amayo auf jedes Video, wo ich mit dabei bin und schreibt irgendeinen Kommentar, dass ich ein unsympathischer Keck bin. Also ich meine, wie wenig Hobbys kann man denn haben, die Zeit dahingehend zu verschwenden, um mir irgendeinen negativen Kommentar unter ein fremdes Video zu stellen? Also ich meine, anstatt man mir einfach mal schreibt, warum ich denn so unsympathisch bin, damit ich mich ja auch vielleicht ändern kann, schreibt einfach bei KuchenTV drunter und stichelt halt die ganze Zeit gegen mich. Amayo, Dankeschön für das tolle Engagement. Für mich ist es Engagement einfach, weil ich so viel im Englisch- bzw. amerikanischen Raum unterwegs bin, da die den Deutschen wirklich in vielen, vielen Dingen voraus. Hört der Fire Golden, so ist es. Junge, checkst du nicht, dass wir alle wissen, was du für ein Lügner bist? Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Ich bin eindeutig kein Lügner. Ich sag nur ab und zu mal die Unwahrheit. Aber verdammt nochmal, ich bin kein Lügner, ja? Post auch gefühlt x-mal Werbung auf dein auf 11 Minuten gestrecktes Video, sodass man es halt gar nicht genießen kann. Wegen Leuten wie dir, lieber Kevin, hau ich mir jetzt gerne wieder den Adblocker rein. Wie oft weint ihr und warum? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Oh, also ich komme da wirklich gar nicht mehr drauf klar, auf diese Dummheit der Menschen. Also ich weiß jetzt nicht, wie dumm manche Menschen sind, aber einige überschreiten einfach jegliche Grenzen von Dummheit. Ich meine, der Kommentar, da ist zwar jetzt auch schon 2 Monate alt, nichtsdestotrotz muss dieses Problem hier angesprochen werden. Denn auch schon vor 2 Monaten war es so, dass man auf 8 Minuten Videos so viel Werbung wie möglich ballern konnte. Warum soll ich denn das Video dann auf 11 Minuten strecken, um Werbung reinzuhauen? Das ergibt gar keinen Sinn, Bruder. Du kannst nicht mal eigenen Content bringen, du Abogeier, und benutzt nur Clickbait. Lächerlich. Oh weia, ein Meinungsblogger macht Meinungsvideos zu anderen YouTubern. Da kann doch was nicht stimmen. Da kann doch was nicht stimmen. Also da kann aber gewaltig was nicht stimmen. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Ich versuche jetzt wirklich schon meine Videos so zu gestalten, dass ich nicht nur die YouTuber in den Vordergrund stelle, die ich gerade behandle, sondern auch vor allem meine Meinung, damit auch genau das, was ich sagen möchte, am besten rüberkommt. Sollte es natürlich so rüberkommen, dass ich ja nur noch fremden Content bringe, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Das wollte ich nie. Heuchler, eins du kleine Peach. Ich gönne dir nichts, weil du auch nichts gönnst. Wie heißt der Sohn von Alpha Kevin? Young Alpha. Mensch, so spät. Oh, ich wollte mich nur noch umbringen. In diesem Sinne, denkt bitte immer erstmal drüber nach, was ihr schreibt. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.